In diesem Video geht es um den amerikanischen Hörgerätehersteller Starkey. Hallo, ich bin Niklas Spichalski. Ich trage bereits seit über 20 Jahren Hörgeräte und ich bin Gründer von dem Online-Hörakustiker My Second Ear. In dem heutigen Video geht es um Starkey. Das heißt, wir starten zuerst mit allgemeinen Informationen über Starkey, dann werde ich auf die aktuellen Hörgerätemodelle eingehen und dann natürlich, was Starkey besonders macht. Starkey ist eins der wenigen inhabergeführten Hörgeräteherstellerunternehmen und wurde gegründet im Jahre 1967 von William Austin in den USA. Starkey beschäftigt aktuell über 3600 Mitarbeiter und ist Weltmarktführer für IDO-Hörgeräte, das heißt in dem Ohr Hörgeräte, und legt einen großen Fokus auf AI und neue Technologien. Von Starkey gibt es das Starkey Livio, dann gibt es das Starkey Synergy Soundlens und das Starkey Muse. Im heutigen Video werde ich allerdings nur auf das Starkey Livio eingehen, da dies das aktuellste Hörgerät von Starkey ist. Das Starkey Livio gibt es in 5 verschiedenen Leistungsstufen. Das heißt, das Starkey Livio 1000, das 1200, das 1600, das 2000er und das Starkey Livio Edge AI Hörgerät. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wofür stehen diese ganzen Zahlen? Nun, bei dem 1000er Hörgerät hat es 10 Kanäle, bei dem 1200er Hörgerät gibt es 12 Kanäle, bei dem 1600er Hörgerät 16 Kanäle und bei dem Starkey Livio 2000 Hörgerät 20 Kanäle. Das Starkey Livio Edge AI 2400 hat 24 Kanäle und das Besondere ist bei dem Starkey Livio allgemein, ist, dass es von den 1000er Variante, also von den Kassenhörgeräten, bis zur absoluten Premium-Variante, also Starkey Livio Edge AI, wirklich alles abbildet. Das Starkey Livio gibt es in allen verschiedenen Bauformen, das heißt in dem Ohrhörgerät, also IDO, hinter dem Ohrhörgerät, also HDO, RIC, also Receiver in the Canal, und sogar als Cross-Hörgerät. Was zusätzlich besonders ist an den Starkey Livio Hörgeräten, ist, dass es bereits in der Einsteigerklasse, also bei dem Starkey Livio AI 1000, bereits Bluetooth gibt. Das heißt, wir können als Hörgeräteakustiker Ihre Hörgeräte von überall bereits bei einem Kassenhörgerät einstellen. Des Weiteren gibt es bereits Body-Tracking bei der Einsteiger-Variante und sogar Impulsschallunterdrückung und Windgeräuschunterdrückung. Was sehr besonders ist am Starkey Livio Edge AI 2400, ist, dass es einen sogenannten Sturzalarm hat, dass wenn Sie zum Beispiel ohnmächtig werden oder böse stürzen, dass dann automatisch ein Alarm ausgelöst wird und so ist dann auch schnell Hilfe auf dem Weg. Des Weiteren gibt es die automatische Übersetzungsfunktion, das heißt, wenn Ihr Gegenüber beispielsweise Englisch spricht, dann können Sie diese anschalten und Ihr Starkey Livio Edge AI 2400 übersetzt das Englische zum Beispiel ins Deutsche in Ihre Ohren direkt. Ich habe das Ganze selber ausprobiert. Es ist etwas zeitversetzt und die Stimme im Ohr klingt etwas wie ein Roboter, aber ich bin mir sicher, dass sich Starkey hier noch weiterentwickeln wird. Des Weiteren gibt es den Maskenmodus. Dieser ist ab dem Starkey Livio Edge AI 1600 möglich. Hier werden insbesondere mittlere und hohe Frequenzen quasi angehoben, also das Sprachverstehen erhöht, und so können Sie besser verstehen, wenn Ihr Gegenüber eine Maske trägt. Kommen wir nun zu dem Starkey-Zubehör. Es gibt natürlich einen TV-Konnektor von Starkey. Diesen können Sie an Ihren Fernseher zu Hause anschließen und dieser streamt den Sound vom Fernseher direkt in Ihre Ohren, in Ihre Hörgeräte. Und so können Sie unbemerkt beispielsweise Fernsehen schauen oder mit anderen gemeinsam Fernsehen schauen. Nur, dass Sie zusätzlich einfach direkt über Ihre Hörgeräte den Sound aus dem Fernseher hören.
Des Weiteren gibt es das Starkey-Konferenzmikrofon. Es beinhaltet 8 Mikrofone. Sie können es einfach auf einem Tisch platzieren, wenn Sie zum Beispiel ein Geschäftsmeeting haben oder einfach abends am Esstisch sitzen. Und es hat 8 Richtmikrofone und es hilft Ihnen zusätzlich an den Gesprächen teilzunehmen. Zusätzlich zur normalen Ladestation gibt es den sogenannten Turbocharger von Starkey. Der ist nicht viel größer als eine Kreditkarte und Sie können dort Ihre Hörgeräte drauf platzieren und innerhalb von 7 Minuten können Sie wirklich bis zu 4 Stunden danach mit Ihren Hörgeräten hören. Das ist insbesondere sehr, sehr hilfreich, wenn Sie zum Beispiel vergessen haben, Ihre Hörgeräte in die Ladestation zu packen oder wenn Sie einfach Ihre Ladestation gerade nicht dabei haben, ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Und bei Starkey ist diese Art von Ladegerät wirklich einmalig. Dann gibt es zusätzlich noch die Starkey Thrive App. Sie hat tatsächlich einen Fitness-Tracker eingebaut. Das heißt, mit ihr können Sie genau schauen, wie fit Sie aktuell sind und wie viel Sie sich bewegen. Des Weiteren gibt es eine Erinnerungsfunktion in der App. Das heißt, wenn Sie bestimmte Tabletten einnehmen müssen, dann werden Sie daran erinnert. Und dann können wir als Hörgeräteakustiker natürlich Ihre Hörgeräte über die App einstellen. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kosten denn eigentlich Starkey Hörgeräte? Nun, wir bei MySecondEar lieben natürlich transparente Preise. Unten in der Beschreibung können Sie einfach auf unseren Link klicken und dort kommen Sie auf unsere Webseite, wo Sie die verschiedenen Preise zu den verschiedenen Leistungsklassen natürlich einsehen können. Wenn Sie dennoch Fragen haben, stehen natürlich unsere Hörberater jederzeit für Sie zur Verfügung. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Gerne können Sie unseren Kanal abonnieren. Hier geht es tatsächlich zum nächsten Video. Und Sie können natürlich auch noch auf die kleine Glocke drücken und dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand, wenn es um das Thema Hören und Hörgeräte geht. Ich bin Niklas Spichalski. Bis zum nächsten Mal.